Verdammt. Okay, ich habe ihn getötet. Wow, mit Shirt sogar. Schlecht. Das kommt nicht mehr vor. Waren das alle? Okay. Erstmal ja, aber da kommt gleich ein Flammspacken. Nachladen, wichtig. Bückst du dich gerade, oder? Nein. Du läufst einfach so lahmarschig. Okay. Gut, du bist älter. Habe ich Verständnis für. Also. Irgendwie funktioniert das mit dem Schießen nicht mehr so wirklich. Ich weiß nicht, was da jetzt gerade kaputt ist, aber... Weil ich habe gerade geschossen wie ein Berserker und ich mach's jetzt genauso, ohne Scheiß. Auch wenn es mir glaubt oder nicht. Aber irgendwie kann er jetzt nur noch richtig kacke schießen. Hä? Was soll das denn? Ach Mann, oh. Ja, ist okay. Heilig. Mal bücken. Bücken, habe ich gesagt. Geht in Deckung! Jesus, Rawlings! Doch, immer am Verrecken, ne? Pater Rawlings ist schwer verletzt. Ja. Jesus. Oh nein, okay. Okay. Ja, du überlebst. Okay, ich hab nichts gesagt. Das hat ganz gut funktioniert mit dem Schwert. Schön. Okay, langsam voran. Gott sei Dank. Jetzt ist komischerweise wirklich die Pistole. Ich muss das leider nochmal testen, einmal kurz. Ah, so. Ich darf nochmal schießen. Es funktioniert nicht mehr. Die Gnade Gottes möge über euch kommen. Oder sind da irgendwie... Warte mal, wie ging das denn nochmal? Das waren wahrscheinlich andere Schüsse, die ich jetzt hier habe, ne? Explosiv, Standard. So, und links, Standard. Ah, okay. Jetzt klappt's wieder, okay. Sollten wir auch so beibehalten, denke ich. Weil die waren schon okay. So... Gut, wo muss ich hin? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe mal hier so lang. Oh, nee. Geht's nicht weiter. Immer noch stabil, Sir. Ja. Hm. Das ist auch keine automatische Tür, wenn ich mich irgendwie näher, dass sie sich öffnet. Wo muss ich hin? Das ist traurig, weil das Spiel ist eigentlich sehr linear. Das heißt, irgendwo gibt es vielleicht eine Treppe, die ich einfach nicht gesehen habe oder so. Oder hier irgendwas. Nee, auch nicht. Ich meine, so viele Möglichkeiten haben wir hier nicht, ne? Das sieht eigentlich mit am vielversprechendsten aus, aber... Hätte ich ja dann auch gedacht mit Telepathie, aber geht ja auch nicht. Könnte Weg vielleicht freisprengen mit Granaten? Ja. Wenn wir zurückgehen. Ist auch nichts okay. Ja, ne? Keine Ahnung. Oh, der läuft so langsam. Das ist unglaublich. Und hier kamen wir her, genau. Also ich wette, man muss hier irgendwas tun. Ich bin allzeit bereit, Süßer. Was? Mit wem sprachst du jetzt? Mit mir? Oder soll ich dich mal so übernehmen? Oder was wolltest du mir damit jetzt verraten? Hui. Ups. Ich habe mich selbst ein bisschen verletzt. Aber muss ich das Tor vielleicht mit irgendwie hacken? Die kann ja auch so Technik und sowas, ne?
Ach, Papa 82, der war gerade schon in der Sequenz immer on- und offline. Bereit, das müsst ihr eigentlich mal durchstellen. Ach, Church. Church hat das gesagt. Ich komme hier nicht weiter, es tut mir wirklich leid. Hast du vielleicht irgendwas, was mir irgendwie hilft? Außer deinem Blutritual-Kram gelöt. Du konntest Türen öffnen, das weiß ich, aber... Da hat wahrscheinlich nichts zu tun. Uns, Sir. Ich habe keinen Plan, wie ich weiterkomme. Das ist voll traurig, wirklich ohne Scheiß. Ich kann nicht springen. Warum sollte ich mit ihr Faustschläge machen wollen? So nah und doch so fern, ne? Jo, dann gehen wir erstmal wieder zurück. Keine Ahnung. Setzen wir uns in Bewegung. Das hast du sehr gut erkannt, alter Mann. Hab heute mal wieder ein bisschen Mittagsschlaf gemacht. Also, es ist kein Mittagsschlaf. Ich leg mich dann einfach, wenn ich merke, ja, so bist du ein bisschen müde, ne, leg dich einfach mal so für 20 Minuten hin. Augen zumachen, auch kurz wegknacken. Und danach bin ich immer so fit. Hat ja eigentlich heute auch funktioniert? Ja, aber das habe ich heute Mittag irgendwann gemacht. Wie gesagt, wir haben jetzt 10 nach 6 schon. Abends, ne? Also nicht morgens, sonst morgens ist, wäre gewohnt die Aufnahmezeit für mich, aber der wirklich Herr, abends. Hirte, mir wird nichts mangeln. Ach Gott, hier ist nichts mehr. Irgendeine Kleinigkeit oder irgendeine Fähigkeit habe ich vielleicht übersehen. Dass ich hier was mit den Granaten reißen kann, glaube ich, um ehrlich zu sein, auch nicht. Hier kann man nochmal runter. Bringt genauso viel. Weil dafür sah es einfach zu wenig danach aus, als könnte man da mit gewissen Orten irgendwie was wegspringen oder interagieren. Entschuldigung. Ich hab's wirklich nie gesehen. So banal, so banal. Mal kurz nachladen. Seid ihr alle okay? Ja. Jetzt geht's los. George hat's erwischt. Scheiße, ach, das waren die. Ich hab mich voll vertan. Das waren die Selbstzerstörer. Alles cool. Gehorche dem Befehl Gottes, erhebe dich! Das sind eigentlich die einzigen Viecher, die ich nicht mit Nahkampfangriffen, glaube ich, erledigen sollte. Aber okay, ich hab's getan. Wir bleiben aber bei Church, weil die gefällt mir eigentlich doch ganz gut momentan. Feindgesicht. Solange Cole auch da bleibt, wo sie ist, ne? Scheiße! Scheiße! Ich habe nur keinen Kontrollpunkt erreicht gehabt, ne? Ah, wie dumm, wie dumm. Ich kann alles nochmal neu machen. Ah, hier steht auch kein Kontrollpunkt neu laden. Fuck. Egal, jetzt weiß ich zumindest schon mal einigermaßen, wie ich wann wo hin muss. Was ein Käse. Was ein Käse. Und ganz wichtig, erstmal Warlins, warum ist das denn jetzt so? Also warum ist jetzt hier denn die, Also ich find's wirklich gut, muss ich sagen. Ich versteh's nur nicht. Er ist tot. Also ich dachte eigentlich, würde ich ganz am Anfang des Levels wieder anfangen. Aber okay. Wie gesagt, kein Problem. Gerne. Oder war es jetzt der Anfang des Levels? Das war der Anfang des Levels. Scheiße. Rollins.
Also eigentlich heißt er ja Wallins, aber... Ist ja auch vollkommen egal. Wo war jetzt hier das Ding, wo ich runter konnte? Ich erhalte hier sehr seltsame Werte, Sir. Ach so, Standard, genau. Perfekt, sehr gut. Nein, ich jetzt nehme immer schön zusammen. Fick dich! Ach fuck, meine linke Waffe ist noch nicht so gut ausgestattet. Vater Rolex ist schwer verletzt. Das ist so traurig. Hau ab! Drecksau! Okay, du bist tot. So, wunderbar. Ja, war leider mein Fehler. Ich hab. Ja, das ist noch Fragmentgeschosse. Okay, explosiv sieht auch nicht schlecht aus, aber wir bleiben bei den Standardschüssen. Besser ist das. Also der ist echt langsamer, der Kollege hier. Ist jetzt wirklich nicht schlimm. Man gewöhnt sich an alles. Und man kann sich an alles gewöhnen, besser gesagt. Komm her, du Sau! Boah, das ist so gut, ne? Ohne Scheiß, die knarren. Die haben es einfach drauf. Tut mir leid. Ich kann's nicht anders sagen. So, der gleiche kann ich den Feuerspacken kommen. Hier ist ein bisschen Deckung. Fuck! Okay. Ich halte es nicht aus. Ernsthaft? So. Beide wieder fit. Er ist erledigt. Und. Genau. Weg mit dir. Assi. Das schaffst du doch wohl, oder? Ich will nur nicht, dass jetzt der Flammentyp hier kommt. Da müsste nämlich noch gleich noch einer kommen. Das glaube ich nicht. Hä? Da war letztes Mal noch so ein Flammentypi. Flamberge. Oh, wenn ich will, der hat schon. So, guck mal, wir haben sogar direkt den Weg gefunden. Oh, fuck! Das meinte ich damit sogar auch nicht mal. Tot, ne? Okay, da ist aber bestimmt noch einer. Cole, ich brauche langsam mal wieder neue Munition. Nur schon mal als Vorwarnung. Kannst du aufhören, die Scheißknarre quer zu halten? Oder springe ich ruhig in die Luft? Durchhalten, Belle, ich komme. Ja, genau. Flup. Beide wieder belebt dann auch? Ist mein System in Ordnung? Ich befürchte, ja. Cole, könntest du bitte mal wieder Munition hier so, ne? Wäre gut. Ich hab nicht mehr so viel. Alter, fuck you. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Fuck, wir sind beide tot. Jesus, okay. Hey Cole, bist du in Ordnung? Bin wieder online, Sir. Scheiße. Nein, schon wieder nicht geschafft. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube im Endeffekt, ohne Scheiß, ich darf immer nur mit einem nach vorne gehen. Der Rest muss einfach warten. Also mir fällt sonst nichts anderes ein, wie ich das am besten schaffen soll. Weil die alle einfach immer in ihr Verderben rennen. Es ist ja schlimmer, ich bin ja hier immer der Actiongeladene. Ne? Ich renne ja dann auch mal schön nach vorne und denke immer so, ja, ne? Wird schon schief gehen, da klappt schon alles ganz gut, denke ich mal. Und Ende vom Lied ist... Gut, meiner ist dann tot, dann denke ich, ja, ich habe ja noch zwei Kameraden, auf die ich dann noch zurückgreifen kann und alles, ne? Aber letztendlich läuft es darauf hinaus, dass dann die anderen auch tot sind. Oder mitten einfach auch in der Action stehen, was gar keinen Sinn macht. Das heißt, ich muss wahrscheinlich einfach ein bisschen...
Ja, ein bisschen strategischer agieren vielleicht. Oh, jetzt kann ich auch wieder die Waffen hier erstmal umstellen vom Spacken hier, ey. Bleh. Ach, guck mal, jetzt hat er beide standardmäßig. Sehr gut. Das freut mich. Ich denke mal, das werde ich auch so machen. Also ich... Oder? Boah, ich weiß noch nicht genau. Ich habe halt ein Problem, ne? Weil... gerade mit Rollins, weil mit dem würde ich jetzt eigentlich am liebsten erstmal schön weiterspielen wollen. Feind in Sicht. Das Problem ist halt, er kann halt auch aus der Ferne wiederbeleben. Und das ist eine tolle Eigenschaft. Ich habe jetzt im Endeffekt keine Ahnung, was mich getötet hat. Also, ich kann mir schon vorstellen, was es war. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der kleine Typi das war. Ach was. Bei irgendwas hat mir auf jeden Fall richtig viel Schaden gemacht. Aber war wahrscheinlich doch der hier. So, machen wir dann doch jetzt erstmal so. Also, hier bleibt erstmal stehen. Leute.